Ja gut, Tag allerseits beim Freunde fürs Leben Bartalk. Bei mir zu Gast Simone Hanselmann. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich will mit dir eingangs über ein Thema sprechen. Darüber hast du dir auch bestimmt schon Gedanken gemacht und hast auch schon einiges an Erfahrungen auf dem Buckel. Mal so ins Blaue reingefragt. Was braucht es denn, um das Leben meistern zu können? Ja, ich glaube, eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein braucht man heutzutage schon. Humor ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste. Gute Freunde wären schön. Und ich glaube tatsächlich auch für die meisten Leute mit das Wichtigste irgendeine Aufgabe. Also dass man so das Gefühl hat, da ist mein Platz, da gehöre ich hin, das kann ich, das mache ich, da werde ich im Zweifel auch gebraucht. Jetzt mal angenommen, man ist nicht lustig, man hat keine Aufgabe, man ist nicht selbstbewusst. Also die Dinge, die du jetzt gesagt hast, wäre schön, wenn die vorhanden wären. Wenn man die alle nicht hat, wie kriegt man es trotzdem hin? Keine Ahnung. Da habe ich ja kein Patentrezept. Also ich glaube, was heißt schon durchs Leben kommen? Also das Leben hat ja eigentlich auch sehr schöne Seiten und sehr schöne Sachen zu bieten. Das ist ja nicht nur ein Kampf die ganze Zeit. Ich glaube, man kann vieles lernen und vieles antrainieren und man muss nicht alles mitgegeben, gekriegt haben. Also ich glaube, vieles kann man im Laufe des Lebens erst rausfinden. Hauptsache, man genießt es irgendwie. Von den genannten Sachen jetzt eingangs, bei welchen hattest du das Gefühl, ja, das ist durchaus vorhanden, an anderen Dingen muss ich noch arbeiten und hast es dann getan? Also Humor war, glaube ich, immer vorhanden. Das liegt so ein bisschen an meiner Herkunft. Ich komme aus dem Ruhrpott und ich finde, die Leute haben halt einen gigantischen Humor. Also erst recht so einen gewissen Galgenhumor. Mhm. Je schlechter alles läuft, desto lustiger wird man oder desto mehr macht man sich drüber lustig. Und das war irgendwie schon da. Der Rest musste da dazukommen. Also auch ein Selbstbewusstsein, das ist auch immer eine Sache, wo ich regelmäßig dran arbeite. Also da habe ich wirklich das Gefühl, ich stehe auch nicht immer morgens auf und sage irgendwie, ich bin cool, mir gehört die Welt. Also das gibt natürlich ganz andere Tage und die hat ja jeder. Und ich glaube, nur da kann man viel für tun. Das ist wirklich fast das Einfachste. Da kann man sehr gut dran arbeiten. Was war denn die größte Aufgabe, die du in deinem Leben meistern musstest? Ich glaube tatsächlich die Mutterschaft. Die ist wirklich, das ist toll, aber das ist echt schwierig auch. Was genau würdest du denn als das Anstrengendste daran bezeichnen? Ist es die physische Anstrengung? nee, also tatsächlich, das geht. Das sind die Ängste. Also man bekommt ganz neue Ängste, wahrscheinlich als Vater genauso wie als Mutter. Ich war immer ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch und ich musste mir immer nur Gedanken um mich machen. Das war mir auch wahnsinnig wichtig mein Leben lang. Und da konnte ich immer sagen, ich gehe so und so ein Risiko ein und habe auch viele, vielleicht nicht totale Extremsportarten betrieben, aber immer Sachen gemacht, wo andere Leute dann doch schon ein bisschen die Hosen voll hatten. Und das ist jetzt zum Beispiel schon mal was anderes. Das ist alleine auch beim Autofahren was anderes. Also, dass ich schon immer mehr denke, selbst wenn ich Vorfahrt habe, ich gucke trotzdem nicht, dass da einer durch die Seite gebrettert kommt und irgendwie hinten sitzt meine Kleine. Und es gibt so viele Sachen, und man muss mit Kindern einfach lernen, loszulassen vieles. Also bei manchem eben mehr aufzupassen, bei anderem einfach loszulassen und zu sagen, ja, dann fällt sie halt mal hin und dann blutet sie halt mal. Aber es passiert schon nichts Schlimmeres, hoffentlich. Man kann ja nicht den ganzen Tag sich nur verrückt machen und sagen, oh Gott, überall Todesfallen. Also das ist so eine Sache, das muss man erstmal lernen, damit umzugehen. Dass man verantwortlich ist für diesen Menschen. Und wenn du jetzt zurückdenkst an deine eigene Kindheit und Jugend, was waren denn so die Sachen, die dir am meisten Probleme bereitet haben, wenn es darum geht, das Leben zu meistern? Dinge, die dich hochgradig verwirrt haben oder überfordert? Da gab es ja bei mir einen ganz großen Einschnitt, als ich 13 war. Und zwar haben meine Eltern sich getrennt und meine Mutter ist mit meiner Schwester und mir nach Amerika ausgewandert, nach Salt Lake City. Und wir haben eine völlig andere Religion angenommen. Ganz großes Thema und das ist natürlich so ein bisschen eine Riesenveränderung in der gesamten Wahrnehmung. Also auf einmal, wir waren vorher nicht religiös, plötzlich waren wir es. Ich habe das auch mitgemacht damals. Also ich bin da auch in diese Kirche eingetreten, das war jetzt auch nicht auf Zwang. Und merkte dann aber irgendwie nach einem Jahr, dass das alles nichts für mich ist und dass ich eben zurück auch nach Europa möchte und bei meinem Vater bleiben möchte. Und da war aber das Komische, da war ich dann plötzlich sehr entwurzelt. Also ich kam zurück und
irgendwie wartete keiner so richtig auf mich. Also meine Freundinnen von damals, die hatten dann neue Freundinnen und in der Schule kam ich nicht so richtig gut mit erstmal. Also ich war vorher immer eine der Klassenbesten und plötzlich ziemlich schlecht. Und ich merkte so das erste Mal, glaube ich, im Leben, dass ich theoretisch entbehrlich bin. Also was, ich glaube, was man als Kind nie weiß und nie versteht, weil wenn man Eltern hat, die einem das Gefühl geben, du bist wichtig, dann ist das so. Aber als Teenager, wenn man plötzlich merkt, die Welt hat nicht auf dich gewartet und du musst dir selber deinen Platz suchen. Du hast den nicht einfach nur so. Also der wird dir nicht gegeben oder so. Das war schon, das war wahnsinnig heftig. Hättest du einen Rat für junge Menschen, die jetzt unverhofft, unvermutet in die Showbranche geraten? Was sie am besten tun, damit sie da auf dem richtigen Weg bleiben? Das Wichtigste finde ich immer, alles selber aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Also Berater gut und schön. Es gibt mit Sicherheit auch mal jemand, der einen irgendwie in Sachen Styling, sonst was berät. Aber in den großen Lebensentscheidungen, was mache ich nicht, das muss man selber wissen. Also ob man dann irgendwie die Sendung macht oder sich auszieht im Playboy oder keine Ahnung, das muss man immer aus dem Bauch heraus entscheiden, ob man da jetzt Bock drauf hat oder nicht. Und auch, ob man damit noch in 20 Jahren leben kann. Also ich würde nie was drauf geben, wenn einem gesagt wird, du musst jetzt das und das oder du solltest bla bla bla. Ich hatte so viele Angebote, die ich abgelehnt habe für ganz, ganz, ganz viele verrückte Sachen. Ich hätte, wer weiß wo, vielleicht sein können, vielleicht aber auch nicht. Und ich glaube, das Wichtigste ist eben, zu seinen Entscheidungen nachhaltig stehen zu können. Sehr schön. Dann wünsche ich dir weiterhin noch viel Erfolg bei deinem Tun. Danke. Und alles Gute für die junge Familie. Danke. Und dann sehen wir uns in 20 Jahren wieder und du bist nach wie vor eine extrem gut gebuchte Schauspielerin. Hoffentlich. Ja. Danke.